Lo. Genau. Du hast es weitergeführt. Leute, Pokémon Smaragd Soling Challenge. Mein Turm ist endlich da. Halleluja. Ich stelle mich jetzt direkt davor, bevor der irgendwie verschwindet oder so. Und wir haben was geändert. Ihr seht es schon am Rahmen. Ja, ich habe Minerva drin. Ich habe Arc Enemy drin, bei dem ich vergessen habe, es nochmal zu heilen. Ups. Gut. Und was noch? Genau. Nardo hat sich zu Papunga entwickelt, weil ich auch noch Nardo 2 Level hoch trainieren wollte. Und ja. Ja. Ich gehe jetzt in den Turm. Dann fang was. Was Cooles. Was Weil ich habe gesehen, ich sehr habe cooles oder semi-cooles? was sehr Cooles. Weil ich habe gesehen, ich habe einen Wasserstein. Das heißt, ich kann mir einen Ausdruck machen. Weißt du, was ich nice finden würde? Ein Kampf-Pokémon. Und ich bekomme ein. Oh. Ja. Ein Feuerriegel. Das ist cool. Das ist kein Kampf-Pokémon, aber das ist ein cooles Pokémon. Es hat Stil. So bist du wieder der Mmh. Starter-Trainer hier. Scheinbar. Das Problem ist, ich werde. Ja, wie schwäche ich denn das jetzt? Ist es männlich? Ich nehme es stark an. Ja. Du darfst dir schon mal einen Namen überlegen. Boah. Glaubst du, das überlebt? Ja, tut es. Ich frage, muss gar nicht erst fragen, was würdest du es tun? Magpie kann übrigens nicht Hitzekoller lernen. Ist noch zu Warum auch klein, immer. scheinbar. Was hast du gesagt? Warum auch immer, habe ich nur gesagt. Ach so. Allerdings, Gastro kann Schockwelle lernen und ich überlege derzeit, ob ich ihm das nicht vielleicht beibringen soll. Bei Why not, ne? Ich Bingum. laufe schon mal in Richtung Blütenburg. Oh, bitte sei nicht wieder so, sei nicht wieder einer von diesen Pokémon-Feuerriegel. Was denn, was sich nicht fangen lässt? Ja, gut, ich habe jetzt einen Ball geworfen, aber es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn es sofort ausbricht. Ah, das Problem ist mit den Pokémon, mit denen ich einschläfern kann, das sind einmal Papunga und das sind Kusilla. Ja, gut. Wobei Papunga sollte eigentlich nicht so viel Schaden kriegen von der Glut. Denke mal Oder? nicht. Das ist nur ein Stark genug. Feuerriegel. Wo ich jetzt hier gerade in Blütenburg bin, ich kann mal eben mein Fossil wieder beleben und gucken, was bei rumkommt. Schwierig, ich will nicht drin bleiben, Jan. Das wäre nicht so gut. Es will nicht drin bleiben. Okay, ich schick mal wieder Papunga rein. Papunga! So wurde ich früher in der Schule genannt. Papunga! Da gab es das Pokémon Papunga. noch gar nicht. Ach, jetzt muss ich nur noch treffen mit meinem Schlafpuder nach der Rochwolke. Der Rochwolke. Nach Ich was treffe roch sogar bitte? Jan! Geiler Scheiß! Also, ich denke mal Geil. nicht, dass Feuerriegel. Kann Feuerriegel schon Flammenrad auf 20? Gute Frage. Ich denke mal, der hätte das dann benutzt, aber. Nichts, von dem Es ich ist jetzt wirklich einfach. ein Lilieb geworden. Also das heißt, die sind nicht gerandomized. Na gut, dann lass ich es einfach auf der Box. Weil, egal was du holst, du könntest es eh nicht behalten. So, Feuerriegel wurde gefangen, Jan. Yeah. Yay! Du darfst ihnen einen Namen geben. Nenne es Hino. Hino? Ja. So Hino. Ganz genau. Warum? Ich glaube, es heißt irgendwie des Feuers oder so auf Ach so. Japanisch. Ich dachte, jetzt kommt Shadow the Hedgehog. Ganz komisch abgekürzt. So SD, SHDW, D.HDG. Oder so. Keine Ahnung, damit es reinpasst. Nein. So. Nein. Dieser Fels, Jan, wird kein leichter sein. Ich meine, sieht zerbrechlich aus. Ich werde jetzt erstmal Schutz kaufen, weil sonst werde ich morgen noch nicht in Blütenburg sein. Nein. Nein. Ja, ich finde es schön, du bist sehr minimalistisch gerade, Jan. Einfach nur nein. Du könntest doch einfach mal einen ganzen Part nur ein Wort immer sagen. Ach ja, stimmt ja, Malmfo verkauft ja, Nein. warum auch immer, keinen Schutz. Nein. Ja. Okay. Komm, dann lass für die nächste Minute nur noch Ja und Nein sagen, ja? Nein. Ja. Ja? Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Meh. Jo. Yeah? Jo. Nö. Oh. Nee. Ich bin in Blütenburg.
Das war nur eine halbe Minute, Jan. Das reicht. Aber du kannst mich doch nicht einfach Blödkopf nennen. Jeder hat doch eine halbe Minute gemacht, also war im Endeffekt bei einer Minute. Alter, du bist ein so Genius. Ja, ein so Genius ist quasi ein Ultra-Genius. Das ist der Sniper-Genius. Ey, meine Lippen sind so trocken, also wundert mich, dass ich die ganze Zeit hier bin, aber... Mach ich auch. Furchtbar. Ich trinke jetzt einfach was in der Aufnahme. Zum Kotzen. Oh nein, Jan! Ja. Ich hab mich verschluckt. Sehr gut. Lebst du noch? Ja. Aber ich trinke die ganze Zeit während der Aufnahme, also... Auch gut. Und ich denke, das werde ich gleich auch nochmal tun. Hilfe! Das war nur, weil ich so viel geatmet habe beim Trinken. Jan, welches Wort, was dir spontan in den Kopf schießt, passt am allerwenigsten zu mir? Intelligenz. Wieso? Du warst so predictable, Jan. Ich wusste es. Ich wusste es. Außerdem war das viel zu lange über nachgedacht. Dadurch, dass das nicht spontan war, hast du mir damit quasi jetzt bewiesen, dass du erst nachdenken musstest, weil du gedacht hast so, ja, das passt eigentlich schon viel zu gut, aber ich sag das jetzt einfach, um ihn zu trollen. Ja. Und da das nicht spontan war, zählt das nicht. Na gut. So. Ich bin in der Arena und fang an zu prügeln. Jan, du darfst jetzt nochmal schnell, was fällt dir ein? Schönheit. Naja, das war auch wieder zu langsam. Nein, zu langsam. Nein. Nein. Einfach immer. Gehst du Lex oder rings? Rechts oder links, Jan? Ich bin links, Jan. Der fängt erstmal mit Schwalbos an, während ich Kikli vorne hab. Ich wollte gerade sagen, was daran so schlimm war. Das ist immer, warte mal, Kikli ist ein Kampf-Pokémon. Ich habe quasi an Kikli gedacht. Ich meine an Kikli. Aber ich hatte irgendwie Rihorn im Kopf. Moment. Machen die nicht immer erst ihr X-Item, bevor sie angreifen? Eigentlich schon. Der war direkt Flügelschlag von Anfang an gemacht. Übrigens, Jan. Was? Ich sag schon mal jetzt. Dies? In dieser Arena. Alter, dieser Schrei mit der Animation von Inikoro, schon creepy. Eine Sache, Jan, nimm nicht vor dem Bummels in Acht. Warum? Das Bummels, was hier in der Arena ist, kann Konter. Das heißt One-Hit oder am besten gar nicht angreifen. Das Bummels oder das... Wer hat ein Bummels in der Arena? Irgendeiner der Trainer hier hat ein Bummels. Das hat mir nämlich mein Kapilz gekostet. Meine allerersten Random-Nuzlocke on Stream. Das ist nicht so geil. Mhm. Wobei ein Bummels ist wahrscheinlich eh One-Hit mit einem Durchbruch, aber... Ja, auf jeden Fall, aber... Ne, nur schlimmer wäre es, wenn irgendwie Munti oder Leterkick mit Konter ankommen. Ja, nur für den Fall, dass du dir irgendwie so überlegst, ach komm, das Pokémon könnte ich doch auch damit mal besiegen. Lieber nicht. Wieso reicht das nicht? Es reicht nicht! Nein, es reicht nicht. Direkt nach dem ersten Kampf erstmal wieder heilen gehen. Ja, ich muss das glaube ich auch machen. Das Inikoro macht zu viel Schaden. Ja, richtig. Ein Satz, den man nie für möglich gehalten hätte. Aber das Inikoro macht leider zu viel Schaden. Das ist echt hart. Ich wechsle mal vorsichtshalber auf Gastrohre. Nachher kommt noch ein guter Roll mit einem Crit und dann Rip Rihorn. Selbst Rihorn macht es viel Schaden, bitte was? Ja, Finte. Ah, okay. Dann ist es quasi ein Riphorn. Ui. Ich habe zumindest zum Rauswechseln immer Garados da, der direkt einen Bedroher raushaut. Inikoro kann Schockwelle, was? Okay, bei mir ist es direkt draufgegangen wegen Durchbruch. Ja, ich glaube... Ich werde jetzt auch immer nur Kikli einsetzen, außer ich muss auf Garados rauswechseln. Das sind die einzigen beiden, glaube ich, mit dieser Arena machen werde. Wir werden sowieso nochmal, also ich werde auf jeden Fall vor Norman nochmal alle bis Level 30 trainieren, damit sich bei mir noch der Rest der Truppe entwickelt. Ich habe nebenbei das Bummels gefunden. Okay, kill es. Mach es kaputt. Ich würde dir einfach mal sagen, weißt du was? Ich dachte, ich könnte es einfach trollen, indem ich jetzt einfach erstmal Energiefokus mache. Ich bin Gastro jetzt Schockwelle bei. Das wäre eigentlich die Sache, die ich gegen Leterking machen könnte. Einmal Energiefokus und dann quasi versuchen, die Runde zu überleben und dann draufhauen. Ich bringe Gastro doch nicht Schockwelle bei, ich wüsste nicht für was. Gähne und Zugabe können beide super Leben retten. Das stimmt. Eher aber noch für Zugabe, weil Gastro leider auch relativ langsam ist. Und dann weißt du nicht, auf was du den Gegner dann blockst, ne? Richtig. Und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, der Ultra-Hyper-Beam. Das ist quasi Hyperstrahl, ohne aufladen zu müssen. Ja, du kannst du jede Runde schießen. Das wäre auch mal eine Fähigkeit. Aufladefähigkeiten, also Pokémon muss ich nicht aufladen. Das wäre schon ziemlich hart, ja. Da kann es Hyperstrahl und Solarstrahl und Megastrahl, also quasi weder davor noch danach. Das wäre schon ziemlich geil.
Jan? Weißt du, ich habe gerade so gedacht, man könnte einfach ein Item nehmen, was das macht. Oh, wait. Ja, gibt's ja, wollte ich sagen, stimmt. Energiekraut. Wobei, das gilt nicht für Hyperstrahl. Oh, gern. Dann müsste es ein Item geben, was da das macht. Aber dann ist das andere doch nutzlos. Nee, einfach quasi eins, was dieses Nachaufladen wegmacht. Ach so. Okay, hallo Bummels, na? Raum der Verwirrung, irgendwie wittere ich ein Golbat. Also ich bleib jetzt mal mit Lalalalaila hier, weil Feuerschlag ist ja zum Glück speziell. Also du kannst mich kontern, wie du willst. Und ich habe ihn noch verbrannt. Gut. Spukball. Was? Also irgendwie kann man sich auf nichts hier drin verlassen. Das Moment. Gerade eben mit. Ja? Spukball? Ja? Und Überreste? Was? Die Zitrobeere, ich dachte schon. Womit zum Teufel kommen die da bitte an? Also das Bummel hatte Spukball, das Inikoro eben hatte Schockwelle. Okay. Lass mich raten, falls jemand auf die glorreiche Idee kommt, ey, ich hab Geist-Pokémon. Kann man überhaupt schon an Geist-Pokémon kommen? Ohne Tausch? Nein. Weil das Inikoro kannte auch Finte, ne? Also. Ja gut, ich glaube, das kannst du aber auch von so aus lernen. Ja, aber ich meine, das passt zu dem Schema. Ja, aber ich glaube, Geister-Pokémon kriegst du doch erst im Dingensturm da, Berg. Ja, davor Vieh. Auch. Bei vor dem Geisterturm auch. Also ich muss sagen, Kikli prügelt sich hier gerade echt gut durch. Da kommt einer mit Sengo an. Hier sind doch unsere Namensvetter, also bei Rund Parabine Saphir hießen die alle Jan und Christian und so weiter hier. Ein Markus gab's, glaube ich, auch. Wie geil. Astrainer Christian. Ja, da ist er immer noch. Mit seinem Mund hier macht der Mund hier weiter. Also ich glaube, Muten Roshi muss ich gleich nicht mehr trainieren. Ich muss noch einen Trainer machen und der ist schon fast Level 30. Dann kannst du mir ganz kurz verraten, was dein Geheimnis deiner ewigen Schönheit ist? Meine Liebe zu dir. Das war die einzig richtige Antwort, ne? Richtig. Ah, ich habe den Ast-Trainer Christian auch gefunden. Oder plötzlich spielt Careless Whisper. Oder Whispers? Weiß ich auch gar nicht. Also ich bin schon mal schneller als ein 3-Level tieferes Mundtier. War das nicht sogar das Lied gerade? Ich weiß es nicht. Warum macht Rihorn eigentlich... Also Rihorn ist irgendwie schwach, also... Beziehungsweise es macht nicht so viel Damage. Na, auch so ein Walband? Ja. Das hätte ich gerne. So, ich glaube... Ja, damit bin ich fertig mit der Arena. Also Norman... Was? Außer Norman natürlich. Ja, dann viel Spaß beim Chillen. Ja. Ich habe gerade mal 3 Trainer besiegt. Wie viele sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nur? 2 in der ersten Reihe, 3 in der zweiten und nochmal 2 in der dritten Reihe. Ach so. Ja, ich verkaufe jetzt mal eine Riesenperle. Das ist aber... riesig. Mutig, würde ich sagen. So, je stärker die Verteidigung, desto geiler der Hase. Was? Das stimmt. Ja, altes Sprichwort, Leute. Wer kennt's nicht? Knuddeluff. Knuddeluff. Okay. Also ich glaube, du möchtest dein Team wahrscheinlich nicht nochmal umändern. Was kann dieses Knuddeluff? Ich habe keine Ahnung. Es war instant tot. Alles war instant tot. Ey, wenn der Surfer einsetzt, bin ich tot. Und ich wollte gerade sagen. Ich finde, das ist ein berechtigter Einwand. Ja, ich habe mir überlegt, warum sollte Surfer können, aber dann wieder. Scheiß drauf. Kann Knuddeluff-Surfer überhaupt? Keine Ahnung. Ui. Das Muschas ist kühn und hat echt eine ganze Menge Verteidigung, muss ich sagen. Ich wechsle wieder zurück. Ich wechsle wieder zurück zu Rihorn. Warum? Risikotackle zieht Gastro einfach mal fast die Hälfte ab. Autsch. Ah ja, geil. Und jetzt noch ein Einigler. Ich rieche Spaß. This is gonna be fun. Okay, aber Rihorn. Juckt das nicht. Was hatte ich denn noch so hier? Ach stimmt, ich habe ja auch einen Bummelz. Ich mach fast schon Schaden. Oh nee, ist es jetzt echt? Passiert das gerade wirklich? Was denn? Das Knuddeluff einigelt sich jetzt zu Tode und ich mache keinen Schaden mehr. Also Rihorn ist leider relativ schwach, wie gesagt. Vom Schadensoutput. Natürlich triggert jetzt... Ja, geil, du mich auch, Spiel. Wieso? Die Flinklau triggert genau, wenn ich unter der Erde bin, damit ich quasi nicht diesen, den Obligator... Damit mein Gegner mich auch schön zweimal trifft und nicht nur einmal.
Oh. Das ist irgendwie gerade dumm. Das Knüppelhof macht mir Angst. Oh, das ist nicht so geil. So, Nardo, du bist dran. Gegen Knuddeluff? Gegen Knuddeluff? Achso, wegen Igelsamen und so. Ja, weil dreimal ein Igler ist jetzt schon drin. Boah. Ich will, dass er auf jeden Fall kontinuierlich Schaden kriegt. Ich habe immer Angst, dass das daneben geht, der Igelsamen, weil die Animation dauert relativ lange, bis die rauskommt. Yo. Yo. Der Schaden ist einfach Realität. Ja, ich denke, ich wechsle direkt wieder zurück zu Rihorn. Alter Schwede. Ich denke, ich habe höchstwahrscheinlich kein Pokémon, was schneller ist als Letaking. Vielleicht allerhöchstens Dicktree. Hypertrank, ah, oh, geil. Ding Dong könnte auch eine gute Wahl sein. Warum passieren in den letzten Parts bei mir so nervige Sachen? Keine Ahnung. Oder hat die Flinklau gerade eben gar nicht getriggert, sondern ich war wegen Felsgrab schneller. Das kann auch sein, dann habe ich der Flinklau vielleicht Unrecht getan. Na gut. Aber naja, keine Ahnung. Wenigstens Rion gleich wieder voll, dank Igelsamen. Er kann leider noch ein bisschen dauern hier, ich bin immer noch beim vierten Trainer. Ja. Ich gucke gerade so ein bisschen durch, was ich einsetzen werde. War das Knuddeluff ist leider so richtig so, Knuddeluff! Komm mal nicht so! Aber man sieht es nicht so. Ich bin überrascht, wie viel Verteidigung ein Kindwurm hat. Draschler kriegt ja auch einen guten Verteidigungsboost. Draschler, ne? Sowieso, wollte gerade sagen. Das entwickelt sich ja schon auf Level 30, oder nicht? Ja. Eventuell werde ich auch Draschler bei der Arena einsetzen. Das könnte eventuell sogar die beste Verteidigung des Teams dann haben. Oh. Ich streck mich mal schön. Gerne wieder. Okay, nächster Angriff. Bringt's um. Ich habe jetzt 5 Einiger drin gehabt am Ende, glaube ich. Boah. Gott sei Dank kein Walzer. Ja. Yay, ich habe einen Trainer besiegt. Good job. Das war auch noch der Raum der Verteidigung, ja. Also 2-3-2 sind das, meinst du, ne? Ja. Was könnte ich noch machen, während ich auf dich warte? Ich weiß nicht, ich benutze es aber einfach Supertränke, weil ich keinen Bock habe, rauszugehen. So, Gastro muss reichen. Hä? Ja. Und wo ist denn dann der dritte? Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe gar nicht gelesen, was das jetzt für ein Raum hier ist. Haben die überhaupt in irgendeiner überhaupt ein X-Item eingesetzt? Nein. Bisher? Kein einziger. Aber ich meine ich nämlich auch nicht bemerkt zu haben. Ich glaube, die gehen die Räume einfach nur danach, was für Stärken die einfach haben oder so. Wahrscheinlich. Ich denke mal, ich werde vielleicht auch Alucard sicherheitshalber schon mal auf 31 trainieren, weil das ja das Level Cap, dass es dann schon mal ein Omod ist. Ja. Nein, tu das nicht. Was ist passiert? Schwertanz Sengo. Was ich nicht two-hitten kann. Are you shitting me? Ich glaube, du bist im Raum der Stärke angelangt. Ich mache jetzt extra Routenschlag, damit der nächste Schaufler killt. Was kommt von ihm? Noch ein Schwertanz. Das ist ziemlich ungeil. Aber dafür triggert einfach zweimal die Flinkklaue bei mir. Jo. So, der muss jetzt tot sein. Der muss jetzt tot sein, sonst bin ich RIP. Und? Und jetzt triggert die Flinkklaue genau nicht. Perfekt. Während du unter der Erde bist? Ja. Sehr gut. Was? Nein! Was denn? Ein KP! Ah! Was hat der für einen Angriff gemacht zwischendurch? Dreimal Schwertanz. Plus 6 Sengo. Ja. Och ne, komm schon. Jetzt verreckt man ein Rihorn hier.
Das wäre scheiße. Wieso war das so wenig Damage? Komm schon, es hat fast... Weißt du, Schaufler zieht ungefähr 40% ab. Mhm. Rutenschlag, Schaufler zieht trotzdem kaum mehr ab. Dann hast du beim ersten wahrscheinlich einen ziemlich guten und beim zweiten mal einen ziemlich schlechten Roll bekommen. Wahrscheinlich. Toll. Hypertrank, vollgeheiltes Sengo auf plus 6. GG. Ich bin tot, Leute. Ich verliere jetzt wieder ganz viel. Mit Felsgrab langsam machen? Warum triggert die jetzt die Flingklaue? Achso, nee, das war die nächste. Ich verwechsel schon die ganzen Züge hier. Scheiße, ey. Kannst du es denn jetzt two-hitten? Daneben, Felsgrab. Boah. Und Rion ist tot. Was? Wenn Felsgrab getroffen hätte, ja, Schlitzer ist One-Hit gewesen. Oh. Wenn Felsgrab getroffen hätte, hätte ich es wahrscheinlich noch geschafft. Aber nein, Felsgrab ging daneben. Ey, das kotzt doch schon wieder derbe an gerade. Ja. Ripkin vom Mund Kirihorn. Toll, jetzt irgendwas, was schneller ist als Sengo. Sengo ist aber, glaube ich, auch nicht so super schnell, oder? Eher nicht, nee. Also schon mittelschnell. Ist irgendwas, was schnell ist und die mich schnell retten kann? Mein schnellstes ist Papunga und das kann ich angreifen. Geil. Layla ist am zweitschnellsten, aber die Initiative ist nicht so gut. Ey, das nervt mich gerade so hart. Das kann ich mir vorstellen. Weil die Roll des Todes einfach gerade eben. Im wahrsten des Wortes des Todes. Ich benutze Papunga und mach Schlafbruder. Ja. Schläft es? Nee, aber weißt du was? Kann bestimmt Ruckzuck-Keep. Nebenbei, Sengo hat eine höhere Base als Magby. Ging daneben! Mann, ey! Geil. Scheiße, Papunga tot. Ey, das kotzt doch an, Mann. Felsgrab geht daneben, Schlafpuder geht daneben. Doi. Nee. Ey, dumme Scheißkacke, ey. Magby ist schneller. Immerhin. Das muss gerade sehr laut geklungen haben, Leute. Aber Mann, das regt mich auf. Ja, toll. Papunga und Rion tot. Und damit sind auch Kindwurm und Kikli tot. Ey, und Scheiß. Könnte ich den ganzen Arenaleiter Borg Hex bitte mal auf meine Nuzlocke-Challenges haben? 80% daneben geschlagen und 75% daneben geschlagen. Das hat im Endeffekt 2 Pokémon gekostet. Ey. Ja. Ja. Wow, ey. Wow. Was soll man dazu noch weiter sagen? Was ein Bullshit einfach. Er hat natürlich sofort Magby einsetzen können, aber ich konnte ja nicht ahnen, dass ich schneller bin mit Magby. Mhm. Ey, Mann, ich bin so enttäuscht gerade. 2 Attacken haben im Endeffekt 2 Pokémon gekostet. Was ist das mit Rihorn? Warum müssen unsere Rihorn dauernd sterben? Ich hab keine Ahnung. Ist eigentlich so gut, das Pokémon. So cool. Ja, Rihorn. Du hast dich wacker geschlagen. Also ich bin gerade beim Freilassen, ne? Achso, okay. Ich stelle mich auch immer in den PC. Du hast dich wacker geschlagen, hast alles gegeben. Ja, aber. Felsgrab ist halt einfach eine Müllattacke, wie alles andere, was nicht 100 hat. Deswegen setze ich nicht gerne Gesteinsattacken ein. Weil es immer im richtigen Moment passiert, gerade bei so Challenges. Mm. Tut mir leid, Rihorn. Minerva. Auch du bist eines dieser wenigen Pokémon, die leider nie zum Einsatz kamen, weil ihr Partner schon vorher draufgegangen ist. Die Arena wäre vielleicht eine große Stunde gewesen, aber... Wir werden es leider nie erfahren. Auf Wiedersehen. Nardo, ich wollte dich wirklich benutzen. Ich wollte es wirklich.
aber du konntest einfach nicht angreifen. Und genau dieser fehlende Angriff ist dir jetzt im Endeffekt eigentlich zum Verhängnis geworden. Ja, und Muten Roshi. Du hast die Arena einfach weggetreten. Jeden Trainer gewandittet, außer Schwalbos. Hättest wahrscheinlich beim Arenaleiter auch viel reißen können. Durchbruch, Wahlband, war schon ziemlich hart. Aber wir werden es auch ohne deine Hilfe schaffen. Auf Wiedersehen. Tut mir leid, Leute, aber keine Ahnung, warum Rihorn nichts zuhitten kann. Nicht mal nach Rutenschlag. Na gut, nach Rutenschlag wäre es ein Tun. Übrigens, ne? Der nächste Schaufler eben, der hat mindestens 70% gemacht. Das heißt also, der eine Schaufler vorhin war der todesschlechte Roll überhaupt. Wenn ich das gerade richtig im Kopf hatte, jedenfalls. Also es hätte einfach so locker ausgereicht, rein theoretisch. Ja, aber nö, der ultra mega schlechte Roll. Dann triggert extra noch die Flinkklaue im genau richtigen Moment mit Felsgrab, aber... Es hätte gereicht mit dem Felsgrab wahrscheinlich. Felsgrab, ja. Ich hatte noch Stampfer gehabt, das hätte sicherlich getroffen. Allerdings, wenn ich bedenke, wie wenig Schaden Schaufler gemacht hat, stärkere Attacke als Stampfer plus Step, bezweifle ich irgendwie, dass es gereicht hätte. Hätte das Ding Ruckzuck-Hieb gehabt, wäre ich ganz weg gewesen. Mal wieder. Ja. Mann, so hast du es, ich sag mal, zumindest in Anführungsstrichen nur auf 2 reduzieren können, aber das waren trotzdem 2 harte Treffer. Ich kassiere mal richtig hart in dieser Challenge. Was ist denn das? Alles stirbt nur meinetwegen. Größtenteils glaube ich schon, ne? Ja, bis auf 1 halt. Und das war nur ein Missklick. Ja. Ah, Leute. Müssen wir für den nächsten Part mal überlegen, was wir da alles reinnehmen, ne? Jetzt ja, neu. Und ich muss immer noch 2 Trainer besiegen. Normal-Pokémon, Leute. Normal-Arenen sind immer mit die schlimmsten. Ja. Stimme ich zu. Naja. Ciao. Tschüss.